Hallo ihr Lieben, mit einem Tag Verzögerung möchte ich heute mit euch die Katalogtour machen. Leider streikte meine Technik gestern ein wenig, deshalb machen wir die heute. Wir legen los mit der Celebration Broschüre. Und zwar während der Celebration Zeit, die vom 3. Januar bis zum 31. März läuft, könnt ihr euch mit eurer Bestellung Gratisprodukte sichern. Und zwar gibt es da zwei verschiedene. In der Broschüre sind zwei unterschiedliche Punkte. Einmal in Grapefruit, das müsste Meeresgrün sein. Die Produkte, die mit Grapefruit gekennzeichnet sind, die bekommt ihr ab einem Bestellwert von 60 Euro gratis obendrauf. Dann sind noch zwei Produkte hier drin, wo ihr einen Bestellwert von, wenn ihr einen Bestellwert von 120 Euro habt, könnt ihr euch die sichern. Wir legen mal los mit der Einstiegsseite. Im Normalfall, übers Jahr ist es so, wenn ihr bei Stampin' Up einsteigt, zahlt ihr für euer Starterpaket 129 Euro und dürft euch für 170 was aussuchen. Während der Celebration-Zeit habt ihr die Möglichkeit zu wählen zwischen zwei Optionen. Die erste Option ist, ihr zahlt 129 Euro und dürft euch Ware aussuchen für 230 Euro. Die zweite Option beinhaltet diese schöne Basteltasche. Da zahlt ihr dann 160 Euro und dürft euch für 230 Euro Ware aussuchen. Und ihr bekommt die Basteltasche dann noch zusätzlich obendrauf. So schaut sie aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie ins Bild bekomme. Also die ist wirklich schön groß. Ihr habt schön viele Fächer, die ihr hier über dem Klett variabel einsetzen könnt. Eine sehr schöne große Basteltasche ist das. Das sind die Einstiegsoptionen für euch während der Celebration-Zeit. Die Celebration-Produkte fangen hier an. Wir haben hier als erstes ein Stempelset, was sehr gut, finde ich, zum Geburtstag passt. Süße Grüße für dich. Wir haben hier den Spruch, hier steckt Liebe drin. Wenn ihr gebacken habt, kann man das sehr gut nehmen. Süße Grüße passt eigentlich auch fast überall. Versüßt dir deinen Ehrentag, passt nicht nur zum Geburtstag, auch zu anderen Anlässen. Das ist ein Stempelset mit der Farbe Grapefruit, das heißt, das könnt ihr euch bestellen ab einem Bestellwert von 60 Euro. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Bestellung habt über 190 Euro, da sind ja dreimal 60 Euro drin, das heißt, ihr dürft euch auch drei Produkte aus der Celebration-Broschüre aussuchen oder halt eins, was bei 120 Euro liegt und eins für 60. So staffelt sich das immer weiter nach oben. Es gibt keine Grenzen dafür. Dann haben wir hier Organdi-Band im Kombipack. Das sind fünf Spulen in der Farbe Babyblau, Osterglocke, Grapefruit, Heideblüte und Limette. Auf der nächsten Seite haben wir dann hier Akzente Schmetterlinge. Die sind aus Holz. Die passen zu einem Stempelset aus dem Frühjahr-Sommerkatalog. Genauso wie hier unten dieses Papier, dieses Designerpapier. Das ist von einer Seite bunt und auf der Rückseite schwarz-weiß. Auch das könnt ihr euch ab einem Bestellwert von 60 Euro gratis mitbestellen. Und dann kommen wir zur nächsten Seite. Hier haben wir zwei Sets, die sich schön kolorieren lassen. Wir haben hier den Hahn, der sich schön kolorieren lässt, oder hier diese Landschaft. Auch die gibt es ab einem Bestellwert von 60 Euro, eins davon gratis obendrauf.
Dann kommen wir hier zu einem Metallic Folienpapier. Ich denke, das kommt hier in der Kamera jetzt gar nicht so rüber. Das eine ist in Grapefruit, das andere in Kussrot. Das zeige ich euch, wenn meine Bestellung da ist, weil das muss man einfach sehen. Ich denke, hier im Katalog kommt das gar nicht so rüber. Dann haben wir hier ein Set, das nennt sich Froschkönig. Das finde ich sehr süß hier mit den Fröschen. Die Sprüche da drin, ein paar Kröten für dich. Das passt natürlich auch wieder zum Geburtstag oder zum Namenstag. Wann immer man etwas verschenkt, finde ich, passt dieses Set sehr gut. Und auch hier seht ihr da die Grapefruit-Punkte, das heißt ab einem Bestellwert von 60 Euro. Hier haben wir ein Set mit Sprüchen, kleiner Wunscherfüller. Da sind auch schöne Sprüche drin. Wirkt gegen Stress, Nervennahrung schnell und zuverlässig. Kleiner Wunscherfüller. Auch das ist wieder ein vielseitiges Set, was sich bei mehreren Anlässen einsetzen lässt. Dann haben wir hier noch einen etwas größeren Stempel, den man sehr schön kolorieren kann. Hier ist noch so eine Bordüre bei und eine kleine Blume. Wer gerne koloriert, für den ist das natürlich ein super Stempel. Und auch den und auch dieses Set, davon könnt ihr euch eins aussuchen, wenn ihr die 60 Euro erreicht. Dann haben wir hier noch ein Kartenset, das nennt sich Ab die Post. Das ist jetzt nicht so meins. Da habt ihr Briefumschläge, Karten, Aufkleber. Ich denke, dass man das hier gar nicht so sieht. Das sind so kleine Briefmarken zum Aufkleben. Ein paar Klammern sind da drin. Und auch das liegt bei einem Bestellwert von 60 Euro. Jetzt kommen wir noch zu den zwei Sets, die ihr euch ergattern könnt, wenn ihr eine Bestellung über 120 Euro habt. Zum einen sind das hier die Framelits Teekränzchen. Zu den Framelits gibt es ein passendes Stempelset im Frühjahr-Sommerkatalog. Das könnt ihr euch dann ergattern bei einem Bestellwert von 120 Euro. Und hier haben wir noch ein schönes großes Set Stille Schönheit. Da habt ihr diese großen Blumen, viele Sprüche und auch das bekommt ihr gratis obendrauf, wenn ihr einen Bestellwert von 120 Euro erreicht, also wenn ihr euch das dann aussucht. Ihr könnt natürlich, wenn ihr 120 Euro erreicht habt, auch zwei von den Produkten euch aussuchen, die ab einem Bestellwert von 60 Euro gelten. Das gilt vom 3. Januar bis zum 31. März. Die Celebration läuft also 3 Monate. Vielleicht findet ihr ja was Schönes. Kommen wir zum Frühjahr-Sommerkatalog. Auf der ersten Seite findet ihr ein schönes Stempelset mit einer großen Blüte, kleinen Blüten. Hier sind die Sprüche auf Englisch. Ist bei mir leider rausgefallen, weil ich englische Sprüche einfach nicht mag. Was heißt nicht mag? Ich verwende sie einfach nicht. Deshalb habe ich mir das jetzt nicht bestellt, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das dann sehr schön findet. Das heißt All That You Are. Dann kommen wir zur ersten Produktreihe, die nennt sich In Liebe. Hier könnt ihr wieder ein Produktpaket erwerben, wo euch Stampin' Up 10% schenkt. Das beinhaltet das Stempelset und die passenden, in dem Fall sind das jetzt Adlitch. Dazu gibt es passendes Designerpapier und auch ein Farbkartonset. Das Farbkartonset hat jetzt die Farben Savanne, Flamingo Rot und Kussrot. Das ist abgestimmt auf das Designerpapier. Dann gibt es in diesem Set Geschenkband im Kombipack in Liebe. Das ist in der Farbe Kussrot und Flamingo Rot, ja. Also zwei verschiedene Bänder. Dann gibt es noch diese Epoxidherzchen.
Da sind drin 72 Stück in drei verschiedenen Größen. Und die lassen sich zum Beispiel mit den Stampin' Blends sehr gut kolorieren. Kommen wir zur nächsten Seite. Hier haben wir ein Produktset auch wieder. Das beinhaltet auch wieder das Stempelset und hier unten die Framelits. Das Set ist eigentlich optimal für Valentinstag, obwohl mein Herzen ja auch zum Geburtstag herzlichen Glückwunsch oder zur Hochzeit verwenden kann. Das ist auch ein sehr schönes Set. Und auch hier schenkt euch Stampin' Up 10%, wenn ihr das Produktpaket bestellt. Dieses Produktpaket liegt jetzt zum Beispiel bei 63,75 Euro. Das heißt, wenn ihr dieses bestellen würdet, könntet ihr euch schon ein Produkt aus der Celebration-Broschüre aussuchen. Dann kommen wir zu den kleinen netten Tierchen hier. Das ist für mich so ein Kinderset, würde ich sagen. Aber auch hier sind die Sprüche in Englisch. Das hat es leider bei mir in die Einkaufsliste auch nicht geschafft. Aber auch da, denke ich, wird es viele geben, die sich das Set bestellen. Weil es ist doch recht süß. Für mich kommt es leider nicht in Frage wegen den englischen Sprüchen. Dann haben wir hier das Produktpaket Kletterrosen. Da haben wir hier wieder eine schöne große Blume zum Kolorieren oder die kleine hier. Viele Sprüche. Vielen Dank. Ich hoffe, es geht dir gut. Mit Liebe. Ich bin so stolz auf dich. Auch hier gibt es die passenden Sinlets. Und ich hoffe, dass die Kamera das aufnimmt. Das, was hier grau hinterlegt ist, also hier und bei diesem, da sind passende Sinlets dabei, dass ihr das dann mit der Big Shot ausstanzen könnt. Hier haben wir noch ein Sinlet für den Hintergrund. Auch ein schönes Set. Dann kommen wir zur nächsten Produktreihe. Die nennt sich Blütensinfonie. Und auch hier ist es jetzt in Weiß hinterlegt. Das ist auch wieder ein Produktpaket, wo ihr 10% drauf bekommt. Da habt ihr dann auch das Stempelset und die passenden Framelits. In dieser Produktreihe gibt es auch wieder passendes Designerpapier, ein Farbkartonset. Allerdings ist dieses Farbkartonset in 12x12 Inch. Also das sind die großen Bögen in 30,5x30,5 cm. In den Farben Feige, Waldmoos, Blütenrosa. Das ist wieder abgestimmt auf dem Designerpapier. Dann haben wir hier ein zweifarbiges Geschenkband in Blütenrosa und Flüsterweiß. Also innen ist das Flüsterweiß und am Rand ist das Geschenkband in Blütenrosa. Dann haben wir hier Accessoires, mattierte Blüten in drei verschiedenen Farben. Dann haben wir hier ein schönes Blumensiegel. Die gibt es auch oder die passen auch zu diesem Produktpaket. Und dann haben wir hier noch eine Tiefenprägeform. Ich denke, das sieht man leider auch nicht so schön. Aber auch ein schönes Set. Dann haben wir hier eins, was sehr gut, finde ich, zur Hochzeit passt oder auch zu anderen Gelegenheiten. Leider sind auch hier die Sprüche in Englisch. Trotzdem ist es ein schönes Set. Dann kommen wir zu diesem. Das, finde ich, ist ein Highlight aus dem Katalog. Voller Schönheit nennt sich das. Da habt ihr sehr schöne Sprüche. Und hier, das sind die Sinlets-Form. Die muss ich euch zeigen, wenn meine Produkte da sind. Ich denke, das kommt hier im Katalog auch gar nicht so rüber. Und auch hier habt ihr eine Ersparnis von 10%, wenn ihr euch das im Paket bestellt. Ein sehr schönes Set. Dann kommen wir zur Produktreihe Süße Überraschung. Auch hier ist wieder ein Produktpaket erhältlich mit den Stempeln und den passenden Framelits. Das, was hier weiß hinterlegt, ist auch dieses kleine hier. Das könnt ihr mit den Framelits ausstanzen. Auch hier gibt es wieder passendes Designerpapier. Das ist natürlich sehr bunt. Das sind knallige Farben. Ja,
ein Wendeband in Jade und grüner Apfel. Da ist die eine Seite Jade, die andere Seite ist dann in grüner Apfel, also ein zweifarbiges Band. Dann gibt es hier so kleine Becher, die man natürlich sehr gut mit dem DSP bekleben kann, bestempeln kann. Noch ein schönes Band drum, schon ist das Geschenk fertig. Dann gibt es hier Nadeln und Anhänger. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen, was das genau ist. Ja. Dann haben wir auf der nächsten Seite ein schönes Sprücheset, Geburtstagsmix nennt sich das. Da habt ihr natürlich ordentlich viele Sprüche zum Geburtstag. Fabelhaft im Alter, herzlichen Glückwunsch, heute ist dein Tag. Ich finde, da deckt man so alle Altersgruppen, will ich jetzt mal sagen, mit ab. Ein sehr schönes Set. Und dann kommen wir zum nächsten hier oben. Das nennt sich Lächeln aus Papier. Da habt ihr schöne große Sprüche und auch kleine. Hier kommt ein Lächeln und dann könnte man nehmen aus Papier mit lieben Grüßen von mir. Also auch da habt ihr wieder mehrere Möglichkeiten. Hier unten drunter haben wir noch wieder ein Produktpaket. Birthday Share nennt sich das. Das ist das Stempelset und auch hier habt ihr passende Edgelets. Hier könnt ihr zum Beispiel den Muffin ausstanzen. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Auf dieser Seite ist ein Beispiel für dieses Set. Da sind Edgelets bei, wo ihr dann so eine Geschenkereihe, will ich mal sagen, ausstanzen könnt. Dann kommen wir zum nächsten Produktpaket. Kuchen ist die Antwort. Das hat es auf meiner Liste auch geschafft. Da ist eine Handstanze bei, wo ihr die ganzen Torten mit ausstanzen könnt und auch hier den Tortenhalter. Viele Sprüche habt ihr da drin. Auch ein sehr schönes, vielseitiges Set zur Hochzeit. Traumpaar ist hier mit drin. Zusammen kriegt ihr alles gebacken. Es ist ein sehr schönes und auch zum Geburtstag. Ein sehr schönes Set. Das kann man auch gut kolorieren hier, diese Torten. Dann haben wir hier wieder zwei größere Stempel und zwei kleine. Geburtstagsworte, da haben wir einmal in ganz groß das Wort Geburtstag. Da kann man dann hier hinter schön die Luftballons, die Blumen und sowas kolorieren. Dann haben wir hier noch einen mit Hurra und auch der lässt sich schön kolorieren. Wenn ihr gerne koloriert, ist das auf jeden Fall was für euch. Dann haben wir hier ein Kartenset Blühende Grüße. Das besteht aus diesem Stempelset. Da habt ihr Umschläge, einen Acrylblock, einen kleinen Stampin' Spot. Die Blumen hier sind zum Aufkleben und die Grundkarten sind da auch mit drin. Wenn es mal schnell gehen muss, ist das ein super Set. Dann haben wir hier noch ein Stempelset, alles was Freude macht, nennt sich das. Das sind diese Two-Step-Stempel mit drin und auch wieder viele schöne Sprüche. Unten drunter haben wir noch ein Projektset. Da könnt ihr schön viele und ich sag mal schnelle Karten mitmachen. Wenn es mal schnell gehen muss, seid ihr mit diesem Set gut beraten. Dann kommen wir zu einem Set, da habe ich auch erst mit geliebäugelt, weil ich diese Stanze, die gibt es im Jahreshauptkatalog, die habe ich schon. Nur leider sind hier die Sprüche auch wieder auf Englisch. Somit habe ich das erstmal an die Seite geschoben und schaue mal, ob es das noch schafft. Dann haben wir hier eine Reihe Blütenfeuerwerk, da ist, würde ich sagen, der Name Programm. Das ist ein sehr schönes Blumenset, wo das DSP in richtig schön kräftigen Farben ist. Das Farbkartonset besteht hier aus Kleegrün, Kussrot und Marineblau. Das sind richtig tolle, intensive Farben. Dazu gibt es passend ein Satinband in Calypso
und auch hier die Lackakzente Blütenfeuerwerk sind passend farblich abgestimmt auf das Designerpapier. Und dann haben wir hier noch eine Prägeform, Punkt für Punkt. Vom Prägen her kommt die diesem Stempel hier oben sehr nah. Und da ist auch ein Produktpaket erhältlich, wo ihr das Stempelset und die vier so kleine Stanzen sind das, mit 10% Nachlass bekommt. Kommen wir zur nächsten Seite. Hier haben wir noch ein schönes Sprücheset, gut gesagt. Das ist auch vielseitig einsetzbar. Zur Hochzeit, zum Geburtstag, aber auch zum Beispiel hier Willkommen Baby, zur Geburt, zur Beerdigung ist da auch was mit bei. Oh, ich habe hier noch was vergessen. Und zwar haben wir hier wieder ein Sortiment mit Grundkarten, Brief und Schlägen. Ich kann danach suchen. Oh, da möchte mein Handy nicht so, wie ich das möchte. Dazu passend gibt es hier wieder Aufleger. Das ist auch ein Sortiment, wenn es schnell gehen muss, ist mit diesem Sortiment eine Karte sehr schnell fertig. Bei diesem Sprücheset gibt es noch passende Framelits. Da könnt ihr ganz schöne Wörter mit ausstanzen. Auch ein sehr vielseitiges Set. Dann haben wir hier noch ein Produktpaket, auch wieder mit einem Stempelset. Zum Geburtstag würde ich das jetzt nehmen oder auch zu anderen Anlässen. Da gibt es Framelits in Rechtecken mit einem bestickten Rand. Die Framelits sind, also da habt ihr innen einen Stickrand und außen und auch in sehr vielen verschiedenen Größen. Dann haben wir hier noch ein Set mit Kakteen. Das ist nicht so meins, aber da gibt es bestimmt auch jemanden, der dann sagt, ach, warum denn nicht? Das sieht doch toll aus. Meins ist es leider nicht. Dann kommen wir zu Ostern. Hier haben wir zwei schöne Ostersets. Hier oben mit den Tierchen, einen schönen Blumenkranz hier unten. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Trotzdem sind die sehr schön. Dann haben wir hier, also ich würde sagen, diese Seite ist komplett eigentlich für die Leute, sage ich jetzt mal, die gerne kolorieren. Man sieht das hier, wie schön das aussieht, wenn das koloriert ist. Dann kommen wir zu Tierliebhabern. Und zwar haben wir hier ein tolles Katzenset. Da sind die Sprüche leider auch in Englisch. Die passende Stanze findet ihr im Jahreshauptkatalog von der Katze. Auf dieser Seite haben wir dann die Hunde. Das ist in Deutsch das Set, Herz auf vier Pfoten. Und auch hier habt ihr ein Produktpaket mit der passenden Stanze. Das seht ihr ja, das ist hier wieder farbig unterlegt, dass ihr die Hunde dann auch ausstanzen könnt. Dann haben wir hier noch die Stanzbox. Da habt ihr drin Aquarellstifte, die Stempel, ein Acrylblock und ein kleines Stempelkissen mit der passenden Stanze. Und damit könnt ihr dann diese, wenn ihr das gestempelt habt, diese Tags ausstanzen. Das Ganze kommt dann in dieser schönen Metallbox. Dann kommen wir zur nächsten Produktreihe, Gartenglück. Auch die hat es bei mir geschafft. Das ist ein Produktpaket, auch wieder mit Stempelset und Stanze. Hier sind die Schmetterlinge weiß unterlegt. Das heißt, ihr stempelt die einmal ab und könnt sie dann gleichzeitig mit der Stanze ausstanzen. Hier habt ihr auch wieder passendes Designerpapier, Farbkartonset, das ist wieder in A4, selbstklebende Pailletten, auch farblich abgestimmt auf das Designerpapier. Und das Flachsband in Flüsterweiß. Auch ein sehr schönes Set. Dann haben wir hier noch eins wundervoller Kolibri. Hier könnt ihr das auch wieder sehen, das was farbig unterlegt ist. Dazu gibt es die passenden Framelits hier unten, die ihr dann ausstanzen könnt. Auch das ist was Schönes zum Kolorieren. Auf der nächsten Seite kommt so der Urlaubsflair. Würde ich jetzt sagen, Beach Happy nennt sich das,
wo ihr dann, ich finde, schöne Urlaubskarten mitmachen könnt. Dann kommen wir zur Produktreihe aus dem Nähkästchen. Das Stempelset nennt sich Geschickt gestickt. Da habt ihr auch wieder ein Produktpaket mit den passenden Framelits. Dazu gibt es hier wieder das Designerpapier, Mini-Knöpfe sind dabei, ein schöner Leinenfaden in Olivgrün und auch ein Farbkartonset, was passend farblich wieder abgestimmt ist auf das Designerpapier. Dann haben wir hier ein Stempelset, das man mögen muss. Ich mag es leider nicht so. Die Sprüche sind hier auch wieder auf Englisch. Die Muster sind auch nicht so meins. Aber auch da, denke ich, finden sich welche, die diese Muster mögen. Ich finde, man braucht da den passenden Anlass, um solche Muster dann auch zu verwenden. Dann haben wir hier noch ein Stempelset, was man auch wieder sehr gut kolorieren kann. Diesen Wunschbrunnen finde ich sehr schön. Allerdings sind auch hier die Sprüche wieder auf Englisch. Wir schauen mal. So, dann kommen wir zur Produktreihe in der Werkstatt. Also bei mir ist es zumindest so, ich tue mich immer schwer damit, wenn ich eine Karte mache oder irgendwie was anderes für Männer. Das Set ist optimal für Männer, finde ich. Ihr habt hier schönes, buntes Designerpapier, was dem Thema Werkstatt eigentlich, das passt total. Dann haben wir hier auch ein Stempelset mit den passenden Sinlits, wo ihr 10% spart, passenden Farbkarton, hier so Accessoires, so, die sehen sehr gut aus. Und dann haben wir hier noch ein Band, gestreiftes Metallic-Geschenkband in Schwarz-Silber. Das passt jetzt nicht nur zu Männern, ich finde Schwarz und Silber kann man eigentlich fast zu jedem Anlass nehmen. Dann haben wir hier noch eins rund ums Thema Angeln. Ist auch ein schönes Set. Leider auch nichts für mich, aber nun denn. Dann haben wir hier einen schönen Hintergrundstempel. Den kann man sehr gut im Hintergrund verwenden. Dann haben wir hier noch Pferde. Das ist ein sehr schönes Set. Wer Pferde mag, wird dieses Set lieben, denke ich. Ich mag Pferde, aber das Set spricht mich leider nicht so an. Deshalb, aber an sich ist das ein schönes Set. Dann haben wir hier noch was. Seite an Seite. Das finde ich, kann man gut, wenn man in der Familie was verschenkt. Da kann man das sehr gut nehmen. Diese Sinlitz-Form findet ihr im Jahreshauptkatalog. Die nennen sich passend zu den Framelits. Symbolschleife ist es. Die kommt aus dem Jahreshauptkatalog. Die könnt ihr dann natürlich bei diesem Set auch wieder verwenden. Mit Liebe zum Detail. Da habt ihr auch schöne Sprüche drin, sehr feine Stempel und auch hier gibt es Sinlitz-Form dazu. Das sieht man hier auf den Bildern oder ich hoffe, dass die Kamera das einfängt und aufnimmt, wie fein diese Framelits sind. Ist auch ein schönes Set. Wie ein Diamant. Ich finde, das ist ein Set, das passt sehr gut zum Muttertag. Da habt ihr viele Sprüche. Hier unten gibt es noch lasergeschnittenes Spezialpapier. Das ist auf der einen Seite in Weiß und auf der anderen Seite in Blütenrosa. Das kann man sehr gut verwenden als Kartenhintergrund. Das sieht man hier auch. Dieses Stempelset, da gibt es die passenden Framelits in der Celebration-Broschüre. It's Tea Time. Ist leider nicht so meins, dennoch ist es ein sehr schönes Set. Dann kommen wir hier Family and Friends. Das ist auch ein witziges Set, wo ihr verschiedene Figuren
stempeln könnt, kolorieren könnt. Hier sind auch, ist auch wieder ein Beispiel. Dann kommen wir hier, haben wir hier noch die Arche. Das ist wieder ein extra Stempelset. Dann haben wir hier noch rund um Geburt und Baby. First Steps. Das ist auch süß mit den Füßen und den Händen. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr was bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!